Es geht weiter. Es geht einfach weiter mit neuen Limited Editions aus der Drogerie. Und ich habe heute die Le Petit Paris Limited Edition von Riva Loves Me für euch mit vielen günstigen Alternativen zu anderen Produkten. Wir verlieren keine Zeit und hüpfen direkt ins Video. Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Limited Edition First Impression Video. Ich bin sehr gespannt. Es hört nicht auf. Ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Ich habe gerade erst die letzte LE abgedreht. Da ist die nächste schon wieder da. Aber ihr liebt es. Ich liebe es natürlich auch. Und wir schauen, was die neue Le Petit Paris LE von Rival Loves Me kann. Sehr, 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 sehr schön. Auf den ersten Eindruck würde ich sagen, ist das die erwachsenste LE von Rival Loves Me, was das Farbschema, was das Packaging, was das Trendbewusstsein angeht. Und ich glaube, dass wir hier viele, viele spannende Produkte finden, die wir eventuell, wir kennen das Spiel mittlerweile, irgendwann in einem Standardsortiment finden werden. Einige Produkte kennen wir so oder so ähnlich schon. Die LEs sind natürlich aber immer gut, um bereits bekannte Produkte aus den LEs nochmal halt nur in einer anderen Verpackung zu finden. Und deswegen würde ich vorschlagen, hüpfen wir direkt ins Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Die RE ist ab KW7, also ab nächster Woche Montag offiziell da. Ihr kennt das. Manchmal ist es früher da. Ich muss es immer wieder dazu sagen. Manchmal ist es später da. Manchmal findet man Sachen schon online. Manchmal nicht. Nicht verzagen. Wir kriegen die Produkte. In der RE sind neben zwei sehr, sehr spannenden Produkten, da habe ich große Hoffnung, eine Lidschattenpalette, ein Pink Under Eye Baking Powder, ein kleiner Pinsel mit dabei. Das ist so ein Multitalent-Brush, würde ich sagen. Du kannst ihn entweder als Highlighter-Pinsel oder sogar als sehr, sehr großen Lidschattenpinsel benutzen. Hier wird er als Highlighter-Brush genannt. Wir starten aber zuerst mit diesem Produkt. Das ist der Blurry Primer. Gleicht Unebenheiten optisch aus und verlängert die Haltbarkeit des Make-ups. Ich glaube, sowas gab es schon mal. Packaging ist aber wirklich, wirklich schön. Ich mag diesen Ton. Das ist nicht so dieses Millennial Pink, so es gibt ja so einen ganz bestimmten Millennial Pink Ton. Das ist eher so ein Hauch, ein altes Weiß, wo ein Ferkel dran vorbeigelaufen ist, Rosa. Ich weiß nicht, ob das hier in den mit den Farben so gut rauskommt. Ihr müsst es einfach mal im Laden dann anschauen. Hat überall so ein paar kleine Polka-Dots mit drauf und ein Schleifchen. Wir haben einen Pumpspender. Ich mag diese Verpackungen sehr, sehr gerne, weil sie A, sie nehmen keinen Platz weg, sie sind nicht so schwer und ihr kriegt alles Produkt raus. Ne? Du kannst es dann drücken, hier unten irgendwann, und dann kommt das Produkt mit raus. Insgesamt haben wir hier 15 Milliliter mit drin. Ich drücke jetzt mal so ein bisschen auf den Pumpspender, der goldfarben ist. Und da kommt das Produkt auch schon raus. Es ist ein klassischer Blurring Primer, ne? Der so ein bisschen ins Nichts verschwindet. Ich trage ihn mir mal heute nur auf der einen Gesichtshälfte auf. Ich möchte nämlich schauen, wie der mattiert, ob man einen Unterschied sieht. Also auf dem ersten Eindruck, ich glaube, auf meiner Stirn sieht man es sofort. Die sind halt immer gut, um punktuell mitzuarbeiten. Ich würde mit solchen Produkten, außer ihr habt wirklich im gesamten Gesicht eine sehr ölende Haut, was aber sehr selten ist, ne? Meistens glänzt man ja eher so im T-Zonenbereich. Dann würde ich auch mit diesem Produkt eher im T-Zonenbereich arbeiten. Ein kleiner Trick, den ich euch damit geben kann, ist, wir wollen ja die Poren auffüllen. Und in kreisenden Bewegungen bringt ihr das gesamte Produkt in die Poren mit rein und dann streiche ich einfach glatt und ich lasse das auch einen Moment immer auf der Haut. Der ist sehr, 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 sehr weich. Also es gibt ja, kennt ihr den von Benefit? Ich muss halt immer den von Benefit als Vergleich nehmen, weil der von Benefit, den kennen die meisten. Der ist aber sehr, sehr trocken. Ich habe jetzt hier nicht das Gefühl, dass mein Make-up besonders trocken an den Stellen ist, sondern es ist einfach sehr weich und ich glaube, im direkten Vergleich seht ihr auch hier diesen Glanz und die Poren und hier ist es deutlich minimierter. Das tun die immer. Wichtig ist, ihr müsst euch abends einfach richtig, richtig reinigen. Ich bin sehr gespannt, wie der sich so verhält. Ich gebe euch da natürlich dann ein Update irgendwann. Meistens sind diese LE-Videos aber wirklich immer nur ein First Impression, damit ihr seht, was es gibt und ihr dann eure eigene Kaufentscheidung treffen könnt. Was nehmen wir denn für eine Foundation heute? Oh, im Moment meine Haut ist, ich bin sehr empfindlich gerade. Ich nehme jetzt einfach die hier von Charlotte Tilbury. Ein Pumpstoß sollte heute mal reichen mit einem Pinsel. Und dann arbeite ich mir das Ganze einmal schnell ein. Und wir sehen uns gleich zum nächsten sehr spektakulären Produkt. Ich habe die Foundation einmal fix eingearbeitet. Wirklich nur eine ganz, ganz dünne Schicht. Und ich sehe tatsächlich auch einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob ihr ihn in der Kamera seht. Es ist deutlich mattierter und das Porenbild ist verfeinert. Benutzt nur ganz, ganz wenig. Ihr braucht davon nicht viel. Das Problem ist, wenn ihr zu viel habt,
dann sind halt nicht nur die Poren aufgefüllt, sondern auch die schon glatte Haut oben drüber. Und dann kann es passieren, dass sich es absetzt. Deswegen ganz, ganz wenig reicht völlig aus. Und jetzt, ihr süßen Mäuse, ich weiß nicht mehr, wo das noch alles hinführen soll. Ich habe das Gefühl, dass die Marken sich gegen uns verschworen haben. Sie wollen uns ins Gefängnis bringen. Spaß beiseite. Wir haben wieder die Nachbarin von der lieben Lieselotte, die auch ganz, ganz tolle Blushes macht. Aber in der Drogerie gibt es halt auch tolle Blush-Wands. Unter anderem hier die Cushion Blushes. Einmal in der Farbe 01 Peach und 02 Coral. Das Packaging ist uns bekannt. Das ist kein Geheimnis mehr. Wir lieben es, wir mögen es sehr. Hier sind 9 Gramm mit drin. Und das soll zartes, flüssiges Rouge sein. Mit leichter und langanhaltender Deckkraft verleiht der Haut ein frisches und gesundes Finish. Okay, ist auch vegan. Ich probiere jetzt erstmal die 2 aus. Das ist immer der schönste Moment, wenn es hier so rauskommt. Es kommt gleichmäßig raus, nicht so wie bei Essence. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ne? Das liegt mir immer noch ein bisschen im Magen, das Essence-Ding. Es riecht sehr gut. So ein bisschen. Das ist so dieser typische Riva Loves Me-Duft. Es kommt gleichmäßig raus, sehr schön. Eine recht wässrige Textur, Tatsache. Ich sehe keinen Schimmer, aber gut pigmentiert. Das ist ähnlich von der Textur her wie diese Cushion Blushes von Catrice und Action. Das war. Welche Farbe waren das? Coral. Und ich packe nochmal Pink mit dazu. Peach mit dazu. Die ist deutlich leuchtender. Seht ihr das, wie es da rauskommt? Spannende Textur. Ganz, 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 ganz gelig schon fast. Ich nehme mal ein bisschen erstmal hier mit raus. Es riecht sehr, sehr gut. Schnappe mir einen Pinsel und arbeite das Produkt gut in den Pinsel mit ein und tupfe das jetzt mal hier rüber. Aha, okay. Ich habe es erwartet. Die Textur ist sehr, sehr benutzerfreundlich, weil die nicht so, also bei der von der guten Lieselotte ist es so, aber das hat ein bisschen Schimmer mit drin, sehe ich. Bei der von der Lieselotte ist es so, dass es sehr schnell zu viel sein kann. Hier hast du so eine super wässrige Textur, die sich so ein bisschen ins Nichts verblendet, aber auch nicht so glänzend wie die von Action, sondern eher so ein seidenmatt, sehr natürliche Farbe. Ganz, ganz spannend. Ich gehe jetzt mal mit der anderen Seite hier rauf und wir hoffen unser Bestes. Ja, also du kannst es natürlich schon intensiv aufbauen. Ich gehe aber am liebsten mit weniger Produkt rein. Die Farbe gefällt mir besser, die 02. Blend das jetzt hier einfach mal so ein bisschen rüber. Und jetzt seht ihr, das ist sehr viel Farbe. Entweder ihr geht mit dem Wand direkt ins Gesicht oder macht es so ein bisschen auf der Hand. Sehr intensiv. Ich gehe jetzt hier überall so ein bisschen rüber. Wir haben ja noch Concealer. Was ich immer super gerne mit diesen Wands mache, ist mit dem Rest an so einem Pinsel. Ich arbeite das meistens mit einem Puderpinsel ein. Kann ich auch so ein bisschen mein Gesicht farblich anpassen. Mein Hals ist natürlich immer sehr, sehr schnell rot. Und mein Unterton, ich habe immer gedacht, dass ich einen gelben Unterton habe, weil meine Hände gelb sind. Meine Hände sind aber sehr weit weg vom Gesicht. Das heißt, ich kann immer so ein bisschen tricksen und nehme den Unterton, der hier ist. Und ich habe eine recht dünne Haut hier. Es wird immer sehr, sehr schnell rot. Seht ihr da? Bupp. Deswegen gehe ich mit. Und es gibt selten rote Foundations, deswegen gehe ich damit einfach so ein bisschen überall hin. Sehr schönes Finish, sehr leicht, nicht so eine dicke Schicht. Also es fühlt sich eher so an, als hätten wir die Foundation etwas rötlicher eingefärbt. Ich mache mal ein bisschen Concealer, Contour, Bronzer und dann. Ich hoffe, dass es gut wird. Schaut mal, mit dem restlichen Concealer kann ich dann alles so ein bisschen besser ineinander blenden und dann sieht der Blush natürlich auch nicht mehr ganz so intensiv aus. Man kann mit diesen Wands immer so ein bisschen übertreiben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das sehr, sehr gut, dass die so gelig sind von der Textur her, nicht so intensiv. Und Vorteil, bei der von der Charlotte hast du so einen Abzugdeckel. Hier hast du einen Schraubverschluss. Das heißt, es geht dir nicht aus Versehen in der Tasche mal auf. Unglaublich schönes Finish. Ganz leicht, perfekt. Reicht völlig aus. Ich glaube, es gab schon mal. Vielleicht haben sie aber noch ein bisschen was verändert. Und zwar haben wir das Under Eye Baking Puder. 5,5 Gramm sind hier mit drin. Und das ist in unserer liebsten Farbe Pink. Ihr könnt es hier aufdrehen. Es ist nicht parfümiert. Oder ich rieche zumindest nichts. Ist so ein ganz, ganz zarter Pinkton. Nicht ganz so. Eher ein bisschen lachsfarbener als das von der Huda. Ich benutze den Microfiber Multitool Mini. Aktuell gibt es noch 10% Rabatt auf alles bei mir bei meiner eigenen Beauty-Marke. Ich arbeite mir das jetzt erstmal hier in das Tool mit ein und dann in die Hand. Was ich immer gerne mache, ist, ich gehe dann nochmal durch, gucke doof zur Seite und fixiere erstmal leicht. Und dann kann ich, wenn ich möchte, baken. Blend das aus, lass das kurz drauf. Andere Seite, selbes Spiel, die kleinen Fältchen weg. Und ich arbeite von
außen nach innen mit dem Rest erst, um die obere Schicht zu fixieren. Und ich liebe es, dass River Loves Me mittlerweile so trendaffin ist. Ne? Es dauert natürlich manchmal ein bisschen länger. Ihr dürft nicht vergessen, es arbeiten zwei, vielleicht drei Leute für River Loves Me, die alles machen. Und die entwickeln so viele Kollektionen alleine. Das heißt, es dauert natürlich immer alles einen kleinen Moment länger, aber es kommt immer genau das raus, was wir wollen. Sehr schönes Gefühl, ganz, 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 ganz weich. Hat sich auch gut hier mit dem Pore Blurring Primer jetzt vertragen. Ich nehme es einmal wieder ab. Ihr könnt natürlich mit so einem, also das mache ich total gerne. Fixiere halt damit, hätte ich jetzt nicht schon so viel Blush benutzt, mit diesen pinken Pudern gerne meine Foundation sehr weich zeichnen. Wow. Das ist matt und das ist pink. Dadurch kriege ich natürlich immer noch mal so ein bisschen mehr pinke Farbe in mein Gesicht und kann das dann ganz gut anpassen. Sehr, sehr schönes Finish. Es ist nicht ganz so krass pigmentiert wie das von Huda Beauty, aber um mit diesen pinken Pudern so ein bisschen zu arbeiten, ist das, glaube ich, eine sehr gute Sache. Wow. Ich war schon lange nicht mehr so matt, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Wir ändern das natürlich sofort und zwar hiermit. Das sind die Highlighter Pearls. Die sehen farblich so ein bisschen aus wie dieser Baked Blush. Wir haben zwei verschiedene Farben. Einmal in Champagner und einmal in so einem roten Ton. Oder rosa. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Champagnerfarben. Das ist ein schönes Gold. Ihr kennt mich, ich liebe es zu mischen. Yes. Überall bitte. Damit kann man den Blush so ein bisschen schimmernder machen. Sehr leuchtend, sehr pigmentiert. Ich mag das ganz gerne. Diese losen Produkte. Ich finde, das ist immer so ein bisschen. Es hat immer so was Luxuriöses. Ne? Ich stelle mir dann vor, ich wäre in so einem Boudoir in Paris, hätte so einen schönen Schminktischspiegel mit Lichterlampen rundherum. Und dann habe ich meinen teuren Pinsel. Und dann gebe ich mir das so rauf. Schön. Kann man zarter, kann man intensiver auftragen. Toll. Okay, das hätte ich aber auch nicht anders gedacht. Ich wünsche mir das nochmal als Bronzer Pearls. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Wir haben noch was. Und zwar eine Lidschattenpalette. Und da habe ich, als ich die gesehen habe, dachte ich mir, krass, das ist wirklich die erwachsenste Lidschattenpalette von River Loves Me, die sehr zeitgenössisch ist, um es so auszudrücken. Meistens sind die ja immer recht bunt, ne? Aber das ist so die Clean Girl Palette schlechthin. Super neutrale, aber nicht langweilige. Nicht dieses Braun, Braun und Braun, sondern wir haben pinkige Töne und die Schimmer sehen spektakulär aus. Es sind so ein bisschen geflockte Shades. Ja, das ist ein bisschen schwermütig. Sind so Topper-Shades, ne? Ach so, okay. Okay, warte mal. Müssen wir erstmal Siegel aufbrechen. Das müssen wir mal drüber reden. Manche Lidschatten, gerade Schimmer, sind so gepresst, dass sie oben so eine Schicht drauf haben. Die muss man erstmal aufstoßen. Und dann hast du aber butterweiche Töne. Ne? Nicht immer gleich, es ist alles schlecht, sondern mitspielen. Jetzt kommen sie. Ne? Also manchmal musst du so ein bisschen mitarbeiten. Das sind sehr, sehr glitzernde, so ganz zarte Topper-Shades. Wir machen jetzt mal wirklich den Basic, Basic Paris-Look. Fluffigen Pinsel. Wir starten mit dem pinken Ton hier. Setzen uns den in die Lidfalte, um es ein bisschen zu fixieren. Was ich mir sehr gut vorstellen kann. Das will ich jetzt aber nicht machen, weil ich schon zu viel Pink unter den Augen habe. Dass man damit punktuell hier so ein bisschen die Augenschatten korrigieren kann. Ganz zart und dann gehe ich gleich in die nächste Farbe. Das ist so ein Ballerina. Palettchen, ne? Sind sehr, sehr soft. Ich glaube, man muss so ein bisschen überlegen, was soll so eine Palette sein? Soll das jetzt hier eine krasse Super-Pigment-Palette sein oder soll das eine Palette sein, die so ein. Ich will einfach nur mal so ein bisschen Farbe haben. Dafür ist es ja schon da. Die Farbe kommt raus, aber es sind halt pinke Farben. Was erwartest du? Da kannst du nicht erwarten, dass sie so performt wie eine schwarze Farbe. Ein kleines Problem habe ich generell immer mit diesen Baking-Pudern. Die haben einen bestimmten Inhaltsstoff mit drin. Ich glaube, das ist meistens Silika oder so, dann halten die Lidschatten nicht so gut mehr. Ist süß. Ja. Jetzt nehme ich meinen Finger, breche hier das obere Siegel auf, habe das Pigment, arbeite erst in meiner Hand und dann auf mein Auge. Das sind keine Schimmerlidschatten, das sind so geflockt Topper-Shades. Und dann habt ihr auch diesen Ballerina-Dust auf den Augen. Also ja, die Lidschattenpalette ist okay. Es ist eine sehr natürliche Farbpalette. Also. Da kommt jetzt nichts großes, spektakuläres bei rum, aber für so einen Hauch perfekt. Es gibt noch was anderes und ich glaube, ich habe das noch nie benutzt oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und zwar ein Mascara Primer oder eine Mascara Base. Wimpernbasis mit 3D-Volumeneffekt. Vor der Mascara auftragen und kurz antrocknen lassen. Die ist weiß und die hat auch so
Fasern mit drin. Wir machen das nur auf einer Seite. Das Bürstchen ist an der einen Seite ein bisschen flacher, auf der anderen Seite abgerundet. Sieht man das Weiß? Ja, sieht man. Krass, okay. Ihr dürft nicht so machen, weil sonst sich die Fasern auch so ablegen. Also ihr müsst wirklich immer von der Wurzel einfach hochziehen, dass die Fasern sich in die richtige Richtung drücken. Auf der anderen Seite machen wir das nicht. Wir können die Wimpern trotzdem. Und jetzt sollte es eigentlich angetrocknet sein. Aber es macht schon Unterschied, ne? Oh, krass. Also es macht die Wimpern natürlich auch ein Stückchen dicker, aber auch deutlich, deutlich länger. Man könnte jetzt, wenn man ganz wild ist, nochmal Weiß nehmen gleich und dann nochmal eine Schicht machen, aber dann nur noch an den Spitzen. Dann verlängerst du es. Schau dir das mal an der Seite, ne? Du siehst ja wirklich meine Wimpern von der Seite. Okay. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das länger hält, aber wer so ein Mascara-Base gerne benutzt, ich habe damit ehrlich gesagt aber auch keine Erfahrung. Muss ich aber auch ganz transparent so sagen. Habe ich nicht, kenne ich nicht so viele aus, aber die Schimmertöne sind schon echt cool. Was für ein zarter, romantischer, süßer Paris-Look. Ich könnte jetzt auch über den Champs-Élysées spazieren, ein kleines Croissant, le Baguette, le Citron, was auch immer. Ich will jetzt aber was auf meine Lippen machen und da bin ich sehr gespannt. Das ist ein Swirl Lip Gloss für wunderschön glänzende Lippen. Der hat zwei Farben drin, beziehungsweise einmal so ein Schimmer, der so in die Bronze-Richtung geht. Mit Blau und Pink kann ich hiermit erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Doch, da könnt ihr das sehen. Und den probieren wir jetzt einmal aus. Ich finde es halt immer so schade, weil der dann diesen Swirl verliert, ne? Oder? Nee, gar nicht. Riecht nach nichts. Okay, der ist sehr schimmernd. Sehr metallisch. Es sieht unglaublich schön in der Kamera aus. Er ist ein bisschen klebrig. Ich kann mir vorstellen, wartet mal. Also, es sieht schon hübsch aus. Ne? Es sieht super, super glossy aus. Dass man den als Topper benutzt. Ich trage jetzt meinen Lipliner auf. Und dann setze ich den nur punktuell ins Zentrum. Und hier übers Lippenherz. Und dann habe ich so einen sehr plumpen Effekt. Das ist ein super simpler, sehr, sehr erwachsener Look. Sehr schlicht und meiner Meinung nach wirklich die erwachsenste vom Finish her und vom Ergebnis her, Limited Edition von Riva Loves Me. Die Lidschattenpalette, hab's jetzt 17.000 Mal gesagt, am Ende des Tages gibt's trotzdem die Kommentare, es funktioniert aber nicht. Ihr müsst halt wissen, wie man die Produkte benutzt und man muss auch manchmal so ein bisschen probieren, das Produkt anders zu machen. Große Empfehlung, definitiv die Blush Ones. Das Puder gab es, glaube ich, schon mal. Die Pearls haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch der Primer, wenn ihr so einen Blurring Primer gerne mögt, dann könnte das auf jeden Fall eine gute Sache sein. Ich bin super gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Wir sehen uns hier ganz bald wieder. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Auf den Lippen sieht der toll aus. Tschüss.